Hallöchen, ihr Lieben. Ich drehe heute mal wieder ein Schminkvideo und ich werde kein Style-and-Talk draus machen, sondern ich werde ein richtiges Schminkvideo drehen, in dem ich euch alles erkläre und alles sage und alles zeige. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse sind in Ordnung. Ich muss erst mal wieder ein bisschen zurechtkommen. Ich habe jetzt schon überlegt, ob ich das obere Licht noch anschalte, aber ich glaube, das wird dann zu hell. Ich würde sagen, wir belassen es einfach heute so dabei. Und starten jetzt. Also auf meinem Gesicht ist eine ganz normale Tagescreme drauf. Da benutze ich immer die von Dr. Barber, die Lifting Cellular Boost Creme. Die benutze ich für den Tag und für die Nacht benutze ich die Neurosense Creme. Das hatte ich schon mehrfach erzählt. Ich werde aber auch nochmal ein separates Video drehen, was und warum ich einige Dinge benutze. So, jetzt benutze ich einen Primer, denn ich mache viele Dinge alle, die in meinem Schminkschrank rumstehen und da gehört unter anderem ein Primer dazu, der höchstwahrscheinlich auch schon schlecht ist, denn den habe ich vor 2 Jahren von Caro geschenkt bekommen, das ist der Marc Jacobs Primer. Das ist der Primer, von dem immer alle erzählen und die super schwärmen. Ich mag den Primer so gar nicht. Ganz eigenartig, aber das ist halt einfach so. Das ist das, was ich auch immer gut finde. Nicht jeder mag ja das, was der andere mag und gerade bei so hochpreisigen Sachen, wo wirklich viele davon reden, kann es ja trotzdem sein, dass es irgendjemanden gibt, das bin jetzt mal ich, die dann sagt, nee, das ist nicht so meins. Naja, also von daher, so sieht's aus. So, ich benutze an Make-up das Barbo Make-up, das HID Serum Foundation Make-up. Das ist momentan gerade mein absolutes Lieblings-Make-up. Ich feiere das total, weil das super sich super schön auftragen lässt. Die Farbe ist bei mir gerade perfekt und ja, das tupfe ich erstmal immer ein mit meinem Make-up-Pinsel. Das ist ja das, was auch immer viele gefragt haben. Ich muss jetzt mal gucken, ich muss mir diesen Spiegel trotzdem hier dazu nehmen, sonst wird das nicht. Ja, also ich würde das Make-up immer zuerst eintupfen und dann zum Schluss streiche ich immer erst. Das mache ich auch bei meinen Bräuten immer so, denn so werden erstmal die Poren gefüllt. Und wenn man sich wiederum gut abschminkt, ist das ja auch völlig schnurzpiepegal. Und dann fange ich an, in kreisenden Bewegungen zu arbeiten. Mit nicht viel Druck. Das ist immer ganz wichtig. Macht auf eurer Haut nichts mit super viel Druck. Also, sieht vielleicht immer so sehr dusch, dusch, dusch aus, aber es ist trotzdem alles mit einem gewissen Abstand zur, also mit einem gewissen Druckabstand. Wisst ihr, ich poltere zwar drauf, aber kurz vorher stoppe ich. Naja. Es könnte jetzt sein, dass ich auch ziemlich viel aushole, was ich heute erzähle, aber ich finde, es wird mal wieder Zeit, dass ich wirklich die Schritte genau erkläre. Denn eigentlich hatte ich nämlich geplant, dass ich im Laden Schminkkurse gebe. Das werde ich auch bald machen. Aber das verschiebt sich natürlich alles durch die aktuelle Situation. Ja, wenn man das Video Jahre später guckt, dann ist aktuell gerade die Corona-Krise nur. Ja, solche Videos bleiben ja oben und wir schauen uns das ja dann später an. Ich werde auch diesmal, ich bin ein bisschen geordnet, werde ich alles, was ich benutze, in eine Schachtel packen und werde das dann zum Schluss später hier unten euch auflisten. Na, was sagt ihr dazu? Ich bin begeistert. Ich bin absolut begeistert von meiner Herangehensweise beim Make-up. So, jetzt benutze ich Concealer. Da benutze ich von Naked den Urban Decay Concealer, das ist auch ein Concealer, von dem ganz, 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 ganz viele schwärmen. Auch da muss ich sagen, der sieht so aus, ihr kennt den alle, ich weiß, dass ihr, die meisten sind ja richtige professionelle YouTube-Gucker und gucken natürlich nicht nur mein Video, aber das ist auch so ein Concealer, wo ich mir sage, nee, 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 da ist der Fit Me Concealer 1000-mal besser und 100.000-mal besser ist dann der MAC Concealer. Ja, genau. Aber wir machen das jetzt erstmal alles alle. So. Ich schreibe euch auch nur die Produkte auf, die ich gut finde. Ich hoffe, das ist richtig so. So, also das deckt schon alles ab, aber Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt dann einfach in meinen Augen nicht. Gut, dann benutzen wir von MAC diese Paintpots. Da benutze ich Soft Orch. Orch, Orch. Und den gebe ich aufs komplette bewegliche Lid drauf. Den trage ich klopfend auf. Also wenn ich mich hier oben in der Kamera angucke, sieht das aus, als wäre die Qualität gerade monstermäßig schlecht. Ich hoffe echt, dass das nicht so ist.
Ach Mensch, ich muss da echt erstmal auch wieder reinkommen. Ich habe ja nun lange kein Video mehr gedreht. Ich werde auch im Anschluss ein Video drehen, wo es dann darum geht, warum ich jetzt hier sitze und warum ich auch mich so lange nicht gemeldet habe. Das sind ja immer so die beliebtesten Videos bei mir, weil die ziemlich oft in den letzten 2 Jahren waren, was aber auch immer wieder irgendwelche privaten Umstände hatte. Nichts Schlimmes, aber trotzdem für mich immer super einschneidend und für mich auch immer gar nicht so einfach. Ja, deshalb kommt dazu mal was. So. Jetzt läuft mir hier gerade das Näschen. Es ist immer mega geil, wenn ich mich schminke. Läuft mir immer die Nase. Richtig gut. Okay, weiter geht's im Text. Augenbrauen habe ich gebürstet. Jetzt ziehe ich die Augenbrauen einfach nur so ein bisschen nach mit einem braunen Lidschatten. Da benutze ich einfach einen von MAC, aber da könnt ihr jeden anderen nehmen. Also da möchte ich euch jetzt auch nicht vorschreiben, was ihr da nehmen sollt. Ich muss jetzt hier mal so echt nebenbei. Jetzt hier rüber. So. Einfach nur leicht nachgehen. Ich stehe gar nicht mehr so auf diese extremen Bäm-Augenbrauen. Das könnte jetzt schon für den einen oder anderen extrem Bäm sein, aber früher habe ich die Augenbrauen ja mit einem Gel nachgezogen, also so richtig krass. Und das mache ich jetzt nicht mehr. Also ich habe sie echt pudrig. Meine Augenbrauen sind auch einmal pigmentiert worden, also von mir höchstpersönlich. Aber. Auch da, durch ein, zwei, drei Umstände, habe ich jetzt es nicht geschafft, die mal nachzupigmentieren. Und das hatte auch ein Problem. Also erstens gab es ein Problem mit meiner Haut eine Zeit lang. Ich hatte ganz, 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 ganz schreckliche Haut. Da konnte ich natürlich nicht drauf lospigmentieren. Das wäre fatal. Und dann hatte ich zeittechnische Gründe. Und dann, ja, war es immer so, dass ich am Tag schon super viel pigmentiert habe. Und ich dann meistens davon absehe, dass ich noch mich selber pigmentiere, weil, wenn es zu viel wird, das auch immer nicht so gut. So, jetzt bronze ich meine Haut. Da benutze ich immer den Butter Bronzer. Den finde ich ganz, ganz, ganz toll. Der riecht nach Kokosnuss. Muss man wissen. Also nicht jeder mag ja so einen Kokosnussduft. Ich liebe das. So, und damit bronze ich mir, wie gesagt, erstmal so das ganze Gesicht, den Haaransatz, damit das Ganze ein bisschen Tiefe bekommt und vor allem ein bisschen mehr Farbe. So, dann gehe ich mit einem richtig guten Pinsel nochmal ran. Das ist so einer. Ich glaube, ich sitze auch ein Stückchen zu weit weg wegen dem Fokus, ne? Naja, wir werden das sehen. So, unten hört ihr jetzt gerade Leni und Mike. Die machen Schulaufgaben. Ich habe mich heute mal rausgezogen. Ich war nämlich die letzten Tage immer dran. Und jetzt ist Mike mal dran. Ist auch echt eine reine Herausforderung da. Also den Pädagogenjob zu übernehmen, das ist einfach echt nicht einfach. Also Hut ab an alle Mütter, die das für zwei, drei Kinder in verschiedenen Klassen machen müssen. Ich bin schon echt manchmal an meine Grenzen gekommen, dass das bei Leni so funktioniert, wie es funktionieren soll. So, also Augenbrauen nachgepudert. Ich mache es, wie gesagt, pudrig und natürlich. Dann gebe ich dem Gesicht immer eine gewisse Kontur. Also ihr seht es hier. Ich mag das einfach. Seht ihr jetzt mit der Seite leider nicht so gut, weil hier drüben ein Fenster ist. Also wie gesagt, die Kontur, das gibt dem Gesicht immer schön Tiefe und halt ein bisschen schöne, schöne Linien, schöne. Es formt einfach das Gesicht noch ein bisschen besser. Ich möchte darauf niemals verzichten. So, dann trage ich einen Blush auf. Ich pudre auch nicht wirklich viel ab. Das wisst ihr ja. Also im Alltag lasse ich das mit dem Abpudern. Das ist einfach nicht meins. Ich finde, dass die Haut dann immer sehr dolle zugefriemelt aussieht. Und vor allem dieses Age Make NNM, wie oft sage ich schon wieder M? Dieses HID-Make-up von Barbour, das hat halt einfach wirklich eine mega coole Konsistenz und hat auch schon so ein schönes Finish. Also da braucht man das nicht. So. Als allerschönsten Tipp kann ich euch immer sagen, dass man so ein bisschen lacht. Und dann tragt ihr auch das Rouge auf der richtigen Stelle auf. So, da benutze ich gerade den Benefit Gold Rush Rouge. Kommt in die Kiste mit rein. Benefit-Produkte liebe ich ganz, 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 ganz doll. Also ganz doll, richtig doll, absolut doll. Das sind sehr schöne Produkte, die finde ich ganz hervorragend. So, jetzt suche ich meinen Augenbrauen. Mein Augenbrauengel. Da benutze ich gerade noch das von Catrice, weil ich das alle kriegen muss. Und ich hoffe, es geht auch ganz schnell alle, weil nämlich auch da Barbour was rausgebracht hat. Aber das habe ich noch nicht benutzt, weil ich, wie gesagt, erstmal alles alle kriegen möchte. Und
So sieht's aus. So, jetzt gebe ich einen Highlighter auf. Den habe ich von Mike damals bekommen. Der ist von Douglas, der ist von Amber Valletta. Das ist ein Spot-on-Highlighter. Hier bin ich leider schon mal dran geklatscht. Und den trage ich jetzt hier auf. Seht ihr das? Einfach nur so in Tupfbewegungen. Und dann nehme ich eigentlich am liebsten Finger. Möchte ich aber gerade nicht, weil dann müsste ich jetzt aufstehen und mir die Finger waschen. Und das wäre jetzt blöd, weil ich das Video eigentlich nicht abbrechen möchte. Weil es wird höchstwahrscheinlich von selber irgendwann nochmal abbrechen. Ihr wisst ja, wie das bei mir abläuft. So, dann nehme ich mir jetzt einen Pinsel, auch einen hartgebundenen. Und dann gehe ich jetzt über die Linie drüber, die ich mir gesetzt habe, und verteile das. Oh ja, schön. Und verteile das hier drauf. Also wie gesagt, Qualität von den Lichtverhältnissen hier sind gerade, glaube ich, echt noch schrecklich. Aber das kriege ich hin. Ich habe nämlich mir einen Lichtring bestellt. Ja, Mädels. Ein Lichtring. Das heißt, es werden wieder Videos kommen. Also mit dem Fenster da drüben ist echt ein bisschen blöd. Habe ich den Tisch doch an die falsche Ecke gestellt? Naja. Wurscht, ihr schreibt eh dann bestimmt, ach, ist doch Quatsch, ist doch egal, man sieht doch alles. Ja, mal gucken. Ich habe auch noch hier in dieser Wohnung ein extra Zimmer. Und wenn das Zimmer dann komplett fertig ist, dann glaube ich, wird das auch mein Schminki-Schminki-Zimmer. So, jetzt benutzen wir wieder einen Lidschatten. Ich mag momentan sehr, einen Lidschatten zu benutzen, der so einen leichten rötlichen Touch hat. Und den trage ich auf das bewegliche Lid, in die Lidfalte. Ganz leichte Tupfbewegungen, ganz leichte Tupfbewegungen. Ganz leichte Tupfbewegungen. Seht ihr das? Hier wird es jetzt dunkel. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite. Kopf ein bisschen beugen und dann trage ich das auf bis zur Ecke, bis zur Mitte und immer in die Beuge rein, ja? Also immer schön in die Beuge rein. Ecke, Mitte. So, erster Schritt. Zweiter Schritt, ihr nehmt einen flacheren Pinsel. Tragt euch einen helleren Ton auf, aufs komplette bewegliche Lid. Und ihr seht, ich mache das wie immer. Also wer mich schon kennt, der weiß, dass ich mache das ganz schnell und schnuddelig ist jetzt das falsche Wort dafür, aber ganz schnell. So, ihr seht das. So. Dann nehmt ihr euch einen richtig schönen Fluffy-Pinsel und dann wird das Ganze einfach nur noch, also so sieht es aktuell aus, und dann wird das Ganze einfach nur verblendet. Alles miteinander verblenden. Und schon habt ihr ein wunderschönes, übergehendes Tages-Make-up. Also wie gesagt, hier, ich fange von außen an, damit die dunklere Stelle halt auch wirklich außen bleibt. Dann ziehe ich es mal kurz vor. Und zack. Also wirklich, das bekommt jeder hin ohne Probleme. Das ist super, super, super einfach. Und so verwischen die Farben schön miteinander. Ihr habt nicht irgendwo eine krasse, mega heftige dunkle Stelle. Auch das Auge sieht jetzt hier dunkler aus. Das ist wirklich wegen dem Lichteinfall da drüben. Es tut mir leid. Seht ihr das, wenn ich so mache? Ärgert mich trotzdem ein bisschen. Ich versuche ja immer cool zu tun, aber das klappt doch nicht immer. So, jetzt habe ich mir ja schön den dunklen Punkt hingeklatscht. So. Und zwar nehme ich jetzt einen dunkleren Lidschatten, aber keinen schwarzen, sondern so einen richtig schönen dunkelbraunen, rauchigen. Und den trage ich komplett an der unteren Linie auf. Und diesmal so ein bisschen weiter rein, sonst mache ich es immer nur bis zur Hälfte. Diesmal möchte ich schon, dass es bis vorgeht. So, dass das alles einfach ein bisschen ein dramatischerer Look wird, weil ich möchte euch ja jetzt nicht nur so einen extrem super einfachen Tages-Make-up-Look zeigen, den haben wir ja schon tausendmal bei mir gesehen. Vor allem, wenn ich mein Style-and-Talks-Video gemacht habe.
So, und dann macht ihr das gleiche. Jetzt waren die 15 Minuten gerade erreicht. Und jetzt macht ihr das gleiche, wie gesagt, noch am äußeren Lidrand. So. Seht ihr das alles richtig gerade? So, und da wirklich nur bis zur Mitte gehen, auch nur so ein kleines Mini-Bisschen. So. Was habe ich jetzt hier drauf? Okay. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ich muss jetzt trotzdem mal kurz Nase putzen. Okay. Weiter geht's im Text. Ich musste kurz Nase putzen. Also, wie ihr seht, der untere Wimpernkranz, der ist wirklich stärker betont und der obere nur bis zur Hälfte. Ich hoffe wirklich, dass ihr das irgendwie gut sehen könnt. So, wir verzichten somit auf einen Eyeliner und der Fokus ist wirklich jetzt auf das untere Lid. Fokus bezieht sich auf das untere Lid. So, jetzt benutze ich meinen liebsten Dior Primer für die Wimpern. Ich liebe diesen Primer wirklich ganz, 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 ganz doll. So. Und das gleiche auf der anderen Seite. Der muss dann ganz kurz einwirken. Und nein, der bleibt dann nicht so hässlich weiß. Also das muss ich gleich dazu sagen. Das haben mir auch schon ganz viele geschrieben, weil ich den wirklich schon ganz lange benutze. Und ich habe mir den auch schon mindestens 3-mal nachgekauft. Ich liebe den wirklich sehr. So, und dann benutze ich 2 Mascaras. Und zwar einmal den Barbour Absolute Volume Lenk Mascara. Der ist mega krass, weil der hat eine richtig geile dicke Bürste. So, den trage ich jetzt erstmal auf. Oh, der macht schon so viel für die Wimpern. Mega, oder? Ich hoffe, ihr seht das. Ich benutze nie wasserfesten Make-up. Das muss ich gleich dazu sagen. Ich finde wasserfesten Make-up für die Wimpern super, 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 super scheiße. Der wird einfach immer so dolle krümelig. Ich finde es für die Wimpern schrecklich beim Abschminken. Ich meine, wenn ihr für euch einen richtigen gefunden habt und wenn ihr damit gut klarkommt, dann macht das. Aber ich persönlich finde das für die Wimpern wirklich absolut nicht empfehlenswert. Absolut nicht. Und wenn man eine normale Mascara in Schichten auftritt, also antrocknen lässt und dann beim nächsten Mal noch eine Runde, dann bekommt ihr die Mascara, also die Wimpern auch in eine schöne Form. Also ohne Probleme. Da muss man jetzt nicht unbedingt zwingend eine wasserfeste Mascara benutzen. So, jetzt benutze ich den Dior Mascara. Den habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und den trage ich jetzt auch nochmal auf. Wie gesagt, da ist der von Barbour jetzt schön angetrocknet. Und den trage ich fast nur unten auf. Also am unteren Anfang der Wimpern. Oder am Wimpernansatz. Ne, Wimpernansatz ist außen. Das ist, ich habe ja absolute Wortfindungsstörung. Nee, am Wimpernansatz. Ansatz ist vorn und die Spitze ist oben. Leute, ist denn los? Und somit kriege ich die wirklich so richtig schön geschwungen. Ich muss gerade dazu sagen, dass meine rechte Wimpernseite wirklich bedeutend schöner ist als die linke. Auf der linken Seite fehlen nämlich vorn mega viele Wimpern. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Aber ja, da seht ihr, dass hier so eine richtige Lücke entstanden ist. So ein Dreck. Wie gerne hätte ich eine Wimpernverlängerung, wirklich so gerne, aber leider geht's nicht. Ich vertrage noch immer keinen Kleber. Ich merke auch, wenn ich Kundenkleber klebe, also Wimpernkleber und den Kleber den ganzen Tag einatme, dass ich wirklich abends eine richtig, richtig, richtig krass zuhe Nase habe. Also ich reagiere nicht nur mit Kontakt per Haut, sondern ich reagiere auch wirklich schon auf die Dämpfe. Das ist echt ein bisschen nervig.
ich halte das aus, mich stört das auch nicht und es bringt mich auch nicht um. Aber das ist echt schade, weil das wirklich so viel Zeit spart und so schön aussieht. Naja, so, Wimpern sind fertig. Ich sehe wieder nicht, ob ich scharf bin oder unscharf. Und jetzt trage ich, achso, das müsste ich in hier reinpacken. Habe ich ja benutzt. Jetzt trage ich, finde ich mega geil, das ist von Too Faced, sind das solche Liquid Glitter Eyeshadows. Und das ist die Farbe Honey Please. Das ist mega geil. Jetzt passt mal auf. So, ich bin scharf. So. Jetzt trage ich das nur hier vorne auf. Ich übertreibe es natürlich auch ein bisschen. Ihr seht, ich mache mir so eine richtige Rundung. Drehe ich die ganze Sache mal, weil da ist ja noch was auf der anderen Seite dran. Ob ihr mich auch seht. So. Und dann ziehe ich das Ganze natürlich so ein bisschen mit rein. So. Dann glitzere ich jetzt schon mal schön hier unten. Jetzt muss ich mir mal ganz kurz einen Q-Tip holen, weil ich mich die Mascara verschmiert habe. So, jetzt hatte ich gerade noch Besuch und jetzt geht es mit den Lippen weiter. Ich benutze einen Lip Liner von MAC. Leni. So. Das ist der Edge-to-Edge. Lenchen! Das ist der Edge-to-Edge Lip Liner. Und jetzt benutze ich von Maybelline diese Matte Inks, den Dreamer. Die Farbnummer 10. Wie gesagt, ich schreibe euch alles unten auf. Also, es sind die hier, die kennt ihr alle. Und so, da muss, ihr müsst den aber unbedingt abstreichen. Da ist so viel Produkt dran. Das geht gar nicht. So. Richtig schöne Barbie-Farbe. Aber ich kann die euch trotzdem nicht zu 100% empfehlen, weil die werden richtig komisch trocken. Wartet. Und die Lippen trocknen tatsächlich ganz schön doll aus. Also ich habe die geschenkt bekommen von meiner Freundin. Und finde es auch gut und freue mich auch sehr drüber. Die Farbe ist perfekt. Aber leider Gottes sind die von der Qualität her wirklich nicht so pralle. Aber das kommt alles später jetzt so nach und nach, wenn ich wieder im Rhythmus drin bin. Ich habe da so ein paar Produkte für euch, die ich wirklich mag. Und nein, keine Banana Beauty Lipsticks, keine Angst. Sondern einfach aus verschiedenen Kosmetiklinien. Und auch so ein paar Erklärungen noch dazu, warum Matt nicht immer gleich super gut ist und warum das eigentlich nicht so zu empfehlen ist. Aber dazu kommen wir später. Ja, das wäre jetzt so mein Make-up. Also ihr seht hoffentlich, da ist der Highlighter. Jetzt drehen wir zu der Seite, weil ich glaube, wegen der Kamera und dem Licht. Wichtig ist mir wirklich, dass man, wenn man eine Sache betont, die andere Sache ein bisschen auslässt. Also wenn ich jetzt den unteren Wimpernrand bzw. die untere Wasserlinie betone, dann lasse ich das obere Auge mal ein bisschen in Ruhe. Wenn ich einen harten Lidstrich ziehe, dann versuche ich unten nicht mehr viel zu machen. Ich bin zurzeit mit Highlighter sehr, sehr, sehr sparsam, weil ich finde das ganz schlimm zurzeit, wenn alles so glitzert und schimmert. Dafür mag ich es aber gerade vorne am Auge, deshalb bin ich da gerade so fokussiert drauf. Aber dann darf natürlich nicht noch der Highlighter super dolle Bäm in meinen Augen. Ja, Lippen trage ich immer in dem, also mein allerliebster Ton ist halt wirklich, sind halt diese Rosé-Töne, das ist einfach ein Fakt. Genau. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich werde euch, wie gesagt, die Produkte, die ich euch wirklich empfehlen kann, gut, außer der Primer, aber das ist, sind halt einfach nur Sachen, die ich euch für mich persönlich empfehlen kann. Ich bin auch immer der Meinung, kauft euch nicht immer gleich alles nach, sondern versucht mal, wenn ihr was seht, was der YouTuber benutzt oder was ich benutze, dass ihr einfach euch mal, dass ihr bei euch ein bisschen rumkramt und guckt und sagt, Mensch, hier, die nimmt ein Glitzer-Ding, so wie ich jetzt, dann, ich bin mir sicher, davon habt ihr auch irgendwelche Sachen zu Hause. Oder ihr habt lose Glitzerpigmente, dann tunkt ihr die in den Spray, also in den, ich habe echt Wortfindungsstörung. Na, sag schon.
in ein Fixierspray und dann könnt ihr das auch auftragen. Also ihr müsst nicht immer gleich alles nachkaufen. Ihr könnt also wirklich eure Produkte erstmal benutzen und gucken, was ihr daraus machen könnt. So, also ich verabschiede mich jetzt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!